Jo, ich bin doch mal hier mit Mirko am Sportplatz in Corona-Zeiten. Ich glaube, der Platz ist eigentlich gesperrt. Vorne ist ein ganz windiges Schild, das angibt, dass alles gesperrt ist, glaube ich. Aber es kontrolliert keiner und man lässt die Leute hier spielen. Weil in Bayern, finde ich, hier im Ländlichen, ist man auf jeden Fall noch entspannter, was das Ganze angeht. Was ich auch gut und richtig finde. So, weil, dann haben wir bei uns jetzt auch angesteckt. Okay. Aber ansonsten finde ich die ganze Lage, dass Sportveranstaltungen abgesagt worden sind. Umso mehr Leute auf dem Platz, natürlich umso höher das Risiko, dass jemand angesteckt worden ist. Wie ich das finde. Naja, im Allgemeinen sind das ja vernünftige Vorsichtsmaßnahmen. Ob sie jetzt wirklich notwendig sind, sehen wir ja erst am Schluss, wenn alle Zahlen stehen oder so. Vor allem, wenn man richtige Zahlen hat. Gell? Wenn man richtige Zahlen hat, ja. Und ich meine, wenn es halt tatsächlich ein brutales Ding wäre, so jetzt wie Ebola oder so, ist gar keine Frage. Gar keine Frage. Was machen wir, reden wir jetzt eigentlich mehr über das Virus oder reden wir über unser Basketballspiel? Wir können ja erstmal über unser Basketballspiel reden. Habt ihr das gesehen? Videoanalyse und so? Was war eigentlich so schon okay, finde ich. Ja. Für 5 Wochen jetzt totale Pause. Ich habe echt seit 5 Wochen halt jetzt wirklich keinen Ball mehr da gehabt und geworfen halt. Gedribbelt hat ein bisschen, aber geworfen überhaupt nicht. Wann haben wir in Bernau gespielt? In Bernau? Letztes Mal. Ja, das ist ja, oder letztes Jahr. Was? Letztes Jahr? Dieses Jahr? Nee, dieses Jahr, oder? 2 Februar? 3 gegen 3. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Mit Jordan und Zack. Ja, ja. Ich guck echt, da habe ich total die Zeitgefühl verloren. Das war das letzte Mal, wo ich gespielt habe. Okay, da ist es schon auf jeden Fall 2-3 Monate her. Ja, ich meine, ist die ganze Zeit zu Hause. Das Einzige, wie ich mich sportlich betätigt habe, war halt mit Handel und sonstige Gymnastik-Sachen, weißt du. Ich bin ab und zu mit der kleinen Joggen gegangen. Wir hatten da so eine kleine Runde um den See rum. Das war schon. Und ja, und draußen mit dem Radl. Das ist schon. Fast du auch Fahrrad? Na, ich lauf. Sie ist gefahren, ich bin gelaufen. Ich bin mein Fahrrad zu. Das habe ich mir schon öfter gedacht. Ja, das hätte ich echt vielleicht eventuell. Ja, und im Spiel. Ich meine, Asphalt, unebener Boden. Wind. Schau dir den Wind an. Wenn der Wind nicht wäre, hättest du wesentlich mehr reingescored. Und dafür bin ich glücklich zufrieden. Deutlich ausgegangen. Überhaupt, ich habe schon gemerkt, mein Touch ist voll da. Also da. Sie ist seltsam, also dass ich mit den Punkten noch nachgezogen habe. Für einen Amateur bin ich voll zufrieden. Weißt du, das ist ein Vereinsspieler. Ich will mich jetzt hier nicht loben, aber das sind teilweise Vereinsspieler schlecht und haben einen schlechteren Wurf als ich. Daher, naja. Bei der Gelegenheit. Sorry, dass ich ein bisschen hart eingestiegen bin. Ne, das war eh gut, das mag ich, weißt du? Vor allem bei dir ist es ja schön, wir können so gegenseitig ein bisschen härter spielen und den anderen mal so reinhauen und so, weißt du? Jetzt nicht brutal, aber halt, dass man klatscht und der andere sagt nichts, verstehst du? Es gibt ja dann so Kollegen, so Menschen, wenn du es einmal anfängst, gell, dann ist so schon faul. Oh, ja. Dann kannst du aufhören zum Spielen, weißt du? Ja. Das ist dann so faul, es ist, boah. Ich glaube, das Wichtige ist, wir können hart gegeneinander spielen, ohne Hate. Genau, weil das ist auch so ein Ding. Ja, richtig. Liebe zum Game, das gehört dazu und vor allem man fordert sich damit gegenseitig heraus. Richtig. Man, vor allem hast du auch mehr, sag mal, du hast mehr was davon, wenn du scorest und wurdest dabei hart rangegangen. Ja, das ist so eine extra Challenge. Richtig, genau, das ist es. Und du weißt, es gibt keinen extra Punkt dafür, aber es ist für Reputation, weißt du, für die. Deshalb würde ich zum Beispiel so ein Foul, wo ich gefoult wurde und noch am Arm gezogen werde, bin aber vorne schon frei und muss ihn jetzt eigentlich nur noch gerade frei reinlegen, gell? Und wenn der nicht reingeht, aber es war trotzdem ein krasses Foul, so muss ich mich festgehalten hast. Aber wenn der nicht reingeht, dann will ich den, ich will das Foul nicht, ich will, dass dieser scheiß Ball reingeht, weißt du, was ich meine? Scheiß auf den, scheiß auf das Foul, ich will, dass dieser scheiß Ball reingeht, dass dieser Punkt zählt, weißt du, das ist mir viel wichtiger. Das nehme ich damit nach Hause, so, weißt du? Mich verfolgt jetzt, dass ich den nicht reingemacht habe, weißt du, das ist so ein Ding. Mich verfolgt nicht das Foul zum Beispiel. Das sind aber Menschen bestimmt anders. Man sagt, oh, der Wichser, nur weil der mich gefault hat, habe ich den nicht reingemacht. Weißt du, was ich meine? Das ist dann wieder so eine Charaktereigenschaft, eine Einstellung, finde ich auch so. Das merkst du bei Vereinsspielen auch sehr oft. Aber das ist etwas, was du erst über die Jahre hinweg entwickelst. Es gibt nur wenig zum Beispiel, junge genau, Spieler, richtig, die das schon mental früh begreifen. Ja. Dass es nur rein um den Sport geht und nichts um was Persönliches. Das ist ein sehr schönes. Ja, geht es nur ums Gewinnen, dann weißt du so. Ja. Aber nicht ums Wie. Deshalb auch Floppen dann zum Beispiel vielleicht, Freiwurf, wieso kriegst du den Freiwurf? Legst du den Schiedsrichter an und so Sachen, weißt du, was ich meine? Basketball ist, sag ich mal, zu 30% sportlich, 70%
alles, was du machst, hängt auch von deiner Mentalität ab. Wie cool du bist. Zum Beispiel, ja. Ja, dass du halt unter Druck die richtigen Entscheidungen triffst. Mhm. Vor allem, dass du auch immer noch menschlich bleibst. Ja. Und nicht jetzt, ich meine, ich kenne das alles. Ich war ja, als ich jung war, war ja auch so einer, der, wenn er halt mit einem, wenn es halt ein Spieler ist von einem anderen Team, der dich halt irgendwie blöd angelabert hat oder dich hart gefault hat, dann war das für das Rest des Spiels und für die Rest der Saison, ja, genau, und für Beispiel, die folgende Saison, wann immer du dem nur begegnet hast, hast du nur dem im Kopf gehabt. Also der hat es halt geschafft, genau, in deinen Kopf reinzugehen. Das ist so ein Punkt, gell? Ja. Und einige werden dadurch richtig schlecht und können dann im Spiel total verkacken, hey, reißen gar nichts mehr. Oder sie werden dadurch auch richtig gut und das heizt die an. Weißt du, was ich meine? Da gibt es auch wieder verschiedene Spieler. Das gibt zum Beispiel Spieler, da hast du gewusst, ey, reg den bloß nicht auf, mach den bloß nicht wütend, weil wenn der wütend ist, dann geht er ein paar Gänge höher und dann zerstört er das ganze komplette Team. Weißt du, was ich meine? Andere Spieler, wenn du die so reizt, dann sind sie weg vom Fenster, können sie nichts mehr. Ich erinnere mich da an eine Szene in meiner Jugend. Ich war C-Jugend, wir hatten irgendein Meisterschaftsspiel. Oberbayerische Meisterschaft. Und haben gegen ein Team aus Schwabing gespielt. Und da war ein Spieler, ich glaube, mit dem war ich damals auch in der Auswahlmannschaft. Jedenfalls war das einer, der war echt gut. Der war in seiner Generation damals, war bestimmt im Münchner Raum oder so einer der Besten. Mhm. War dann später, glaube ich, auch bei München. Und der hatte einen sehr guten Mitteldistanzwurf gehabt. Aber meine Trainerin damals, die wusste, weil die hatte überhaupt von den ganzen Jugendmannschaften brutales Know-how. Sobald der einmal beim Wurf gefummelt wird, versagt er. Echt? Dann immer wieder, oder was? Ja, und da hat die quasi eine Auszeit genommen. Der hat uns schon einige reingehauen. Der hat bestimmt 6, 7, 8 Würfe, der hat bestimmt in der ersten Halbzeit oder, weil früher gab es ja nur Halbzeiten, hat er uns bestimmt 10 Sachen reingestreut. Mhm. Und dann Auszeit und dann sagt sie, okay, du deckst jetzt ihn und sobald der Wurf hartes Foul. Mhm. Jetzt nicht ein unmenschliches Foul, aber einfach mal hart. Hartes, sehr offensichtliches Foul. So. Ja, halt schon auf den Ball rauf, dass du sagen kannst, okay, der hat halt versucht, den Ball zu blocken oder zu spielen, aber halt in die Arme greifen. Mhm. Und das hat bei ihm, das hat ihn mental so aus der Ruhe gebracht, der hat keinen mehr getroffen. Das ist krass. Er hat zwar geworfen, aber er hat immer damit gerechnet, weil die Ansage war ja auch, dass jeder immer sofort hingeht und die Arme ausstreckt. Mhm. Nicht springen oder sowas. Oder nicht rein. Sondern nur einfach die Würfe, wie sagt man, Contested Shots zwingen. Einfach unter Bedrängnis. Und der hat dann nicht mehr getroffen. Und da hat man gemerkt, also, dass die Mentalität, dass die halt schon angreifbar ist. Ich glaube, dass der natürlich später das irgendwann mal abgelegt hat, weil er einfach ein guter Spieler war. Ja, das ist immer so eine Sache. Vor allem, ich meine, wie viele Spieler kanntest du, denen du in der Schlusssekunde den Ball gegeben hast? So. Der Go-To-Guy hat. Sorry. Ja, ein Go-To-Guy so. Gab es auch wenig Spieler, bei uns zumindest so. Sehen wir mal von Stank zum Beispiel. Ne? Mhm. Legende. Super krasser Spieler, aber den hast du auch so schnell aus der Fassung gebracht und aus deinem Spiel gebracht. Und das war einfach, ey, der Stank, wenn mental da gewesen wäre, immer, gell, ey, der hätte, wo der Stank gelandet wäre, würde ich gerne wissen, so profimäßig, auch wenn der wirklich immer da gewesen wäre. Und den hast du auch so schnell aus dem Konzept gebracht, dass der wirklich total aus dem Game und heim wollte, so in der Art, weißt du? Typ, weißt du, ich erinnere mich da so gerne an unsere Sprite-Turniere. Zum Beispiel, ja. Gegen Kicks, wo wir gegen K1X gespielt haben, gell? Der hat die so zerstört auch. Er gegen die Jungs, wo du gesagt hast, okay, die Typen sind auf jeden Fall ein, zwei Level über uns. Und der hat die durcheinandergebracht. Das habe ich gemeint, weil Stank ist auch auf dem Level gewesen, von spielerisch und überhaupt und mental. Und wenn er einfach gespielt hat, sein Spiel, war der den auch noch überlegen. Sein Drive zum Korb, Wahnsinn, und sein Eurostep. Und alles. Aber es war echt, das war so schade bei ihm einfach, dass ich mir immer wieder denke, über die Jahre hinweg. Ja, wieso hat er es vom Kopf her nicht gepackt, gell? Der hat aber auch die Liebe dann zum Spiel verloren, was ich auch sehr schade finde. Sehr schade, ein großartiger Spieler. Hey, ich erinnere mich noch so an das, ich weiß nicht, wer hat dieses Bild gemacht. Also dieses mit dem Daumen, ja, schon. Das hat, glaube ich, der Helmut gemacht.
Wer hat das gemacht? Der Helmut Muckenthaler. Der hat übrigens auch mein Logo Mr. Mike Production gemacht. Echt? Ja, der hat das gemacht, genau. Mit Photoshop damals. Hey, du musst unbedingt mal das Bild von Stank einblenden in das Video. Echt? Das, ich hab's glaube ich nicht auf dem Computer. Ich muss schauen, ob ich's habe. Ich schick's dir. Ich hab's. Hast du das? Okay. Also ich hab's irgendwo auf dem Handy noch. Das ist schon geil. Das ist so geil. Das ist Stank. Das beschreibt ihn auch sehr. Das hätte ich viel gerne als Poster eigentlich. Also wenn's ist. Sag diesem Helmut, er soll es dir in seiner besten Auflösung schicken. Ich hätte das gerne. Wenn das noch hat, ich glaube, der macht nichts mehr, sonst hat er zu viel zu tun. Business. Der wird es auch irgendwo im Archiv haben. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch uralt, das ist ja über 15, 20 Jahre alt. Das 2005 war das, glaube ich. Noch länger. War der Jimmy auch noch am Start. Wer waren die anderen auf dem Bild? Der Steinkugler? Jimmy, ja? Und? Ja, legendäres Foto. Ach ja, die gute alte Zeit, gell? Ja, absolut. Großartige Spiele haben wir gehabt. Immer war was los. Jetzt 2-2, 3-3 wäre auch toll. Es sind zwar hier zwei Kiddies gerade am Start mit zwei Bällen, aber wir sind noch nicht so weit. Nee. Die machen noch mehr Quatsch, glaube ich. Ich sehe auch da kein Potenzial, weißt du. Das ist immer so ein Unterschied, weißt du. Früher, wenn du auf den Court gegangen bist, und das habe ich schon öfters beobachtet, wenn ein junger Spieler da war, der 5 Jahre, 6 Jahre, schwer zu schätzen damals, weißt du, aber die halt einfach jünger sind. Du aber gesehen hast, dass der jede Gelegenheit genutzt hat, auf den Korb zu werfen. Mhm. Wenn wir 5 gegen 5 Full Court gespielt haben. Ja. Und dann ist halt die Bewegung auf einen Korb. Und dann ist halt derjenige immer dann... Das ist schon das Feuer. Das Feuer hat halt wenigstens die ein paar Sekunden genutzt, auf dem Korb. Klar, Logo, ja. Und das ist der Unterschied. Mhm. Das ist der Unterschied, wo es eigentlich losgeht. Wo du weißt, der aber. Den behalt im Auge. Das stimmt, ja, aber wenn du selber noch so jung bist und so, du achtest auf sowas nicht, aber erst später, nun denkst halt zurück, du nimmst den einen oder anderen. Ja. Und später hast du dann gegen den gespielt und später ist er dann dir auf Augenhöhe und irgendwann auch noch davon, auch noch, weißt du? Da gibt es so einige Leute, ich kann jetzt keinen Namen nennen oder so, aber es gibt sie. Und es gibt sie, gab es sie nicht nur bei uns, die gibt es wahrscheinlich überall. Und so. Stimmt. Muss es überall geben, wenn nicht, wäre es schade. Aber dann kommt nichts mehr nach. Du hattest doch erst kürzlich das Thema über die Basketball-Szene gleich. Mhm, das gesehen. Ja, natürlich. Ich habe, glaube ich, sogar kommentiert. Ich habe, glaube ich, einen großen Kommentar gegeben. Ja. Stimmt. Es ging auch um den Vergleich von früher und damals natürlich. Ne? Die Erklärung, warum gehen die Leute heutzutage nicht mehr auf den Platz? Ah, da hatte ich von jemandem echt für mich ein dummes Kommentar. Die ganzen Baller, die früher gespielt haben, sind in Städte gezogen oder dahin gezogen, wo mehr los ist. Kann ich jetzt von hier aus absolut nicht bestätigen. Weißt du, was ich meine? Es gab durchaus die ein paar Leute oder so, aber die sind nicht wegen dem Basketball hingezogen. Ja, aber das macht auch nicht die Szene aus. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was das Problem ist, einfach meiner Meinung nach, ist einfach, es kommt keiner nach. Ich meine, wir haben auch damit angefangen, weißt du, was ich meine? Weil wir auch zu Leute geschaut haben, die uns motiviert haben. Wie ich vorhin eben gerade beschrieben habe, weißt du, der eine Junge, der halt dann jeden Moment Beispiel, nutzt, auf den Kopf zu werfen, warum? Aber wieso hat er das gemacht? Ja, wieso? Weil er gesehen hat, dass wir spielen. Der wird uns beobachtet haben. Warte, kommt dann gleich noch mehr Baller. Wahnsinn. Jetzt haben wir es gesagt, gell? Die Szene. Vielleicht gehen 2 gegen 2. Seid gespannt, abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Schöne Übung. Oder geht's noch weiter? Ich weiß nicht, aber die da hinten spielen ist ja scheiße, oder? Hm? Die da hinten spielen ist ja scheiße. Wieso? Ich weiß nicht. Was wollen die das nicht? Die wissen das doch gar nicht. Achso, meinst du? Achso, meinst du wegen. Wegen müssen wir ausblenden. Wegen Datenschutz? Mhm. Dann müssen wir nur ein Verständnis von denen haben. Ja, ich druck schnell was aus. Dann braucht man das schriftlich heutzutage. Ach, was brauchst du heute nicht alles schriftlich in Deutschland? Ja. Hast du nicht so ein
so ein Effekt, wo der Hintergrund ja, schon, ist. Nein, aber das Ambiente ist hier eh nicht toll. Die da hinten noch spielen, aber ist eh wurscht. Ich weiß auch nicht, wie es mit dem Wind hier ist. Wie kommt das hier, weil das Bundle hier hinten immer so geht? Ja, wenn dann Wind einmal vorne über die Kamera, über das Audio-Ding rübergeht, dann hast du so eine Minute lang voll gedämpften Ton. Hast du den Effekt? Ja, ja. Dann hat er da so eine Dämpfung drin. Das ist dann voll nervig. Hast du dir schon mal überlegt, tatsächlich so ein Mikrofon? Ja, ja, hatte ich so, auch schon alles. Ja. Wo man so hin und her reicht. Ach so, die zum Anstecken hatte ich mir gedacht. Ja, ich habe auf YouTube auch schon gemerkt, das ist so ein heikles Thema. Mir wurden auch schon Videos gesperrt. Echt? Vor allem, hast du einen Strike bekommen? Nein, Strike nicht, aber die wurden halt gesperrt. Finde ich immer werbefreundlich und es hat schon gereicht, dass das Wort Corona auf dem Intro war. Ganz am Anfang. Also. Für die, wo ich vor einem Monat schon gemacht habe. Wollen die Werbepartner nicht. Und dann ist wieder so ein Ding, umso mehr so eingeschränkte Videos hast, die nicht werbefreundlich sind, umso weiter kommt dein CAP-Wert runter und umso mehr weniger Geld bekommst du für einzelne Klicks. Weißt du, was ich meine? So, oder wenn du zum Beispiel fluchst oder so, das wird alles so ein bisschen. Das haben sie doch irgendwie. Schauen sie da raus. Irgendwie haben sie da Filter anscheinend, weil es gibt ja keinen YouTube-Mitarbeiter, der sich jedes Video anschaut. Nee, das sind Algorithmen, ja, weißt du, die werten das aus. Können die da wahrscheinlich die Wetter rausfiltern? Natürlich. So, weißt du, was ich meine? Wenn einer viel flucht. Gibt bei mir auch richtig große YouTuber mit über 1 Million Klicks, der sehr viel flucht und so. Und der kriegt so wenig Kohle für seine Aufrufe. Der kriegt pro 1000. Pro 1000 Aufrufe kriegt er, glaube ich, so 60 Cent. Gell? Dann gibt es aber Leute, Videospielmäßiger, die Videogames machen im höflichen Ton oder Make-up und so, die kriegen pro 1000 Aufrufe 6 Euro. Weißt du, was ich meine? Was ist das für eine krasse Kunst? Was ist das für eine krasse Ding? Spannend, das Unterschied ist. Irre. Und da machen wir 1 Million pro 10.000, pro 1000 6 Euro. Das ist echt normal, verstehst du? Wow. Das ist deshalb sind nämlich einige so stinkreich geworden. So, diese Buggy, diese Kosmetik-Tussi da, aha, die halt nur Kosmetik macht und voll höflich und alles, oder Videospiele, die halt nicht fluchen. Hallo ihr Lieben. Ja, genau, so. Mein Vlog, bla bla. Ist so. Ja. Ich brauche mal schon ein T-Shirt, bis wir kommen. Wenn sie dann noch parallel die ganzen auf den anderen Social-Media-Kanälen aktiv sind, kann ich mir gar nicht vorstellen, was die alles an Knete kriegen, Mann. Influencer, aber weißt du was? Weißt du was? Influencer ist ja mittlerweile schon so ein. Ist ja schon so wie eine Beleidigung, weißt du? Ja. Weil sich alle halt über Influencer lustig machen. Ja, ja. Und jetzt schimpfen sie sich Content Creator. Leck mich am Arsch. Noch nie mitbekommen? Ich bin Content Creator. Ja, ja. Bist du Content Creator, Mike? Ja, bin ich. Bist du Content Creator? Oder bist du Influencer? Was willst du mal sein? Ja. Ich habe so ein lustiges Meme-Bild gesehen. ich bin Influencer, irgendwie so. Hey Mike, kannst du nicht mal ein Video machen, wo du voll auf Influencer-Style laberst? So, hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, euer Mr. Mike. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich möchte zum Beispiel eine Essensserie machen. Gerade was ich so esse, kommt jetzt gerade, hast du das gesehen? Wurstsalat auf deinem Bach. Gesehen mit der Drohne? Ja. Du kennst meine besten Videos nicht. Und dann kommt noch, wo ich einfach nur esse und nichts sage. Ein schönes Abendmahl halt, schön hergerichtet und du tust nur essen, sagst nichts dabei. Gibt's das? Ja. Das wäre was Neues. Hey, du kennst doch diese asiatischen Videos, wo die halt auch nur essen und da, du hörst es halt so laut. Auch so ein ASMR. Hey, ich habe mir schon gedacht, zum Beispiel diese ASMR-Videos habe ich auch mal gemacht, gell? Ja. Manches. Voll viele Daumen nach unten, weil sie es scheiße finden. Andere finden es echt gut. Das ist so ein krasser Schnitt von Leuten, die es gut und scheiße finden, dass mit dem Essen das Gleiche. Und deshalb mache ich auch solche Videos immer wieder, wo ich mir denke, ich habe einfach Bock drauf. Wie esse ich Cornflakes zum Beispiel. Ne? Hey, weißt du, wie viele Leute sich aufgeregt haben, dass ich zuerst die Milch in die Schüssel tue, dann die Milch noch warm mache und dann erst die Cornflakes. Die Leute sind ausgeflippt. Die kamen nicht klar auf ihr Leben. Gell? Das ist immer wieder.
Darf ich dir was sagen? Erstmal deine Meinung noch dazu. Wie isst du deine Cornflakes? Oder interessiert es dich, wie andere Leute ihre Cornflakes essen? Das zum Beispiel interessiert mich nicht. Wie isst du deine Cornflakes? Warme Milch, zuerst Cornflakes, genau abmessen. Ich esse gar keine Cornflakes. Wenn du Cornflakes essen würdest. Nein, pass auf, ich esse, weißt du, was ich esse? Hm? Wie ich meinen Tag starte? Mit Dinkelmüsli. Das ist auch mit Milch? Nein. Sondern? Hafermilch. Okay, aber ist doch Milch dabei. Hafermilch. Hafermilch. Wie machst du das? Es ist keine Kuhmilch. Tust du zuerst die Haferdingszeug rein? Schüssel. Ja? Erst Dinkelmüsli. Aha, schau. Hafermilch rauf. Aha. Und andersrum könntest du dir aber nicht vorstellen, ne? Zuerst die Milch und dann zuerst Hafermilch-Ding und dann. Könnte ich auch machen, weißt du? Ich könnte das machen. Wäre es dir wurscht oder wäre das für dich so ein richtig Nein, Mann? Das geht so nicht. Weißt du was? Ich denke mir, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich denke mir, habe ich eine Schüssel mit dem Hafermilch und dann schütte ich diesen Dinkelmüsli. Ich muss mir schnell was notieren, weil das muss ich heute machen. Was? Ich werde heute diese Cornflakes einfach nur essen und ich werde es halt genau falsch zubereiten, wie ich es halt richtig zubereite für mich selber. Falsch zubereiten? Ja, aber es ist ja für die Leute falsch. Man tut nicht zuerst die Schüssel mit Milch hin und dann reinschütten. Man tut zuerst die Schüssel hin mit den Cerealien. Und die Milch macht man auch nicht warm. Na, weißt du, ich wollte dir jetzt in meinem Fall noch etwas Wichtiges erklären. Ja? Und zwar, der Dinkelmüsli, der ist ja nicht, der ist ja teilweise klumpig, und teilweise schon auf. Es ist ja nicht nur, dass es so wie ein Sack Reis ist, weißt du? Also das ist schon teilweise klumpig. Ja. Und wenn ich jetzt eine Schüssel habe mit Hafermilch und dann schütte ich diesen Ding, dann ist die Möglichkeit, dass es dann spritzt, kleckert. Das ist das Einzige, warum ich zuerst jetzt die, und dann kann ich ganz langsam die Hafermilch raufgießen. Unterm Strich landet im Bauch das Gleiche. Das ist, und ich denke dann immer von mir aus, wieso sollte mich um alles Himmels in der Welt interessieren, wie jemand anders die Cornflakes isst oder was er zuerst reintut. Aber du musst die Kommentare zu diesem Video lesen. Unfassbar, das ist, da denke ich, was geht mit den Leuten ab? Haben die echt in ihrem Leben keine anderen Gedanken als sowas, was sie beschäftigt oder was sie fasziniert? Oder? Ja. Weißt du, das sind Sachen, die Menschen lernen, die ganz früh. Das ist aber eben im Essen immer so ein krasses Ding, auch in Amerika. Der Amerikaner erkennt ja den Europäer sofort daran, weil er Messer und Gabel gleichzeitig in den Händen hält, die ganze Zeit beim Essen. Gell? Der Ami macht das nicht. Der Ami schneidet zuerst sein Essen klein, legt dann das Messer weg und hat dann nur noch die Gabel zum Essen da. So erkennt der Amerikaner in Amerika am schnellsten jemand, der nicht Amerikaner ist. Hast du das gewusst? Das ist mir neu. Das hat mir damals jemand erzählt, wo ich einen Roadtrip hatte, einen Monat in Amerika war. Und dann habe ich darauf geachtet. Ist wirklich so. Du hast echt gesehen, alle Leute haben einen Großteil natürlich so gegessen. Ja, was machen sie denn? Tun sie erst komplett ihr ganzes Essen? Ja, so zum Großteil, ja genau. Komplett schneiden, richtig, bevor sie überhaupt essen? Oder tun sie erstmal ein Stück abschneiden, Messer beiseite legen? Nee, die schneiden sich so ein bisschen vor, Messer kommt weg und dann mit der Gabel gegessen, bis wieder geschnitten werden muss. Die haben aber nie beim Essen mehr noch das Messer in der Hand. Das ist mir bei meiner Freundin dann auch aufgefallen, weil die ist auch so. Da habe ich auch gedacht, hey, wieso machst du das? Bist du Amerikaner? Und nee, das ist ihre Gewohnheit irgendwie. Ich achte jetzt sehr oft drauf, wie Menschen dann so zum Beispiel essen, aber nur so interessenshalber, das ist echt. Aber ich würde demjenigen niemals sagen, hey, nimm das Messer in die Hand beim Essen oder so, weißt? Das ist doch mir wurscht, was er macht. Aber es ist halt lustig, wie Leute sich das so dran gewöhnen. Aber weißt du, es gab mal eine Zeit einfach, da war das tatsächlich wichtig. Es gab eine Zeit, da war das wichtig. Wahrscheinlich. Weil so hat ja der Amerikaner gleich gesehen, hey, wer ist denn hier Ausländer? Weißt du, was ich meine? Ja. Oder vielleicht auch in der Nazi-Zeit damals. Wer weiß, was da los war. Warst du mal bei deiner Freundin, bei den Eltern zum Essen eingeladen? Mhm. Pah. Weißt du? Ich weiß nicht, wie es die gemacht haben. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist dann der Moment, wo du, je nachdem, wie du drauf bist, aus Höflichkeit oder so, vielleicht eventuell deine Gewohnheiten umstellst. Ja. Mhm, das ist aber auch so ein Effekt, gell? Dass du zum Beispiel jetzt nicht, wenn du zu Hause das gewohnt bist oder so, dass du
sagen wir mal, mit den Fingern ist. Wenn zum Beispiel jetzt 20 Leute am Tisch setzen, jeder tut sich diese Wette oben reinstecken und du bist der Einzige, der es nicht macht, fühlst du dich vielleicht schon dazu genötigt, gezwungen, dass du es jetzt auch so machst. Macht man das heutzutage noch, dass man sich eine Serviette in den Kragen steckt? Wenn du so etepetete bist vielleicht und nicht essen kannst? Also ich habe, wo ich letztes Jahr viel im Ausland war und wenn wir halt in einem Restaurant waren und es gab diese Stoffservietten, also die richtigen Servietten, mhm, nicht irgendwelche Papier oder solche Sachen, mhm, die habe ich mir. Und ich, das ist rein so aus meinem Gefühl her. Ich habe sowas nie jetzt gelernt, was jetzt die tatsächliche Etikette ist, in welchem Land auch immer. Aber ich habe mir diese Schütze hier über die Beine gelegt. Mhm. Für den Fall, dass tatsächlich Beispiel, was runterfällt, ja, das oder so, ja, die Hose halt nicht. Zum Beispiel, wenn ich ein neues T-Shirt anhab und ich muss jetzt Tomatensuppe essen, so zum Beispiel, weiß ich, ich sau mich immer voll, ist so. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber irgendwie kriegst du immer so kleine rote Spritzer und das ist ja beschissen. Deswegen esse ich keine Suppe. Zum Beispiel, ja, sollte ich auch vermeiden. Echt, irgendwie passiert es immer. Vor allem, wenn du noch ein kleines Kind dabei hast. Auch so ein Ding, zieh dir nie neue Schuhe an oder weiße Schuhe, wenn du mit dem Kind unterwegs bist, auf dem Spielplatz oder so, ein kleines Kind immer, weißt du, ja, geht es so schnell. Das verändert dein Leben und deine Gewohnheiten. Aber ja, so ist das Leben. Und was willst du jetzt? Willst du jetzt tatsächlich das mal umgekehrt machen mit deinen Cornflakes? Nee, mache ich nicht. Aber ich mache heute ein Video, wo ich einfach nur dieses, nur esse, ohne was zu sagen. Ich bereite sie mir falsch vor und dann setze ich mich einfach auf still hin und werde sie nur essen, bis ich gegessen habe. Hey, Mike, es gibt so eine krasse Szene. Die könntest du eventuell nachmachen. Kennst du den Film Gummo? Gummo? Gummo. Gummo anschauen. Okay. Gummo ist ein Film über eine kleine Gemeinde in den USA, wo die Dinge noch ein bisschen anders laufen. Mhm. Und da gibt es so eine geile Szene, wo so ein Junge in der Badewanne sitzt, mhm, und seine Mutter bringt ihm einen Teller Spaghetti, mhm, mit Tomatensauce. Mhm. Und die Szene, wo er in dieser Badewanne diese Spaghetti mit Tomatensauce isst, so von episch. Okay. Also er saut sich halt so voll und dann kommt sie nochmal und bringt ihm quasi zum Nachtisch so einen Schokoriegel. Mhm. Ja, dann noch. Kannst du das nachmachen? Ich weiß nicht. Du kannst mir das heute gerne schicken und schaue ich es mir an und dann kann ich das erst beurteilen. Aber das ist aber genau das, was ich meine. Ich stehe auf sowas nach, sowas Bescheuertes zu machen, wo die Leute auf einmal schon gar nicht klarkommen, dass es erstmal nichts mit Basketball zu tun hat, weil das sind weißt du, das ist schon das Erste. Was macht Mike jetzt wieder da? Das hat nichts mit Basketball zu tun, das wollen wir nicht sehen, weißt du? Und dann feiere ich vor allem die Leute, die das auch feiern. Weißt? Das sind meine größten Ehrenleute schlechthin, die das auch, die meinen Humor dann haben, drüber lachen können. Und weißt du, das ist dann wieder was ganz anderes. Du bist ja doch ein Content Creator. Ja, irgendwie dann schon wieder, weißt du? Das ist dann. Kein Influencer! Ich mache halt das, worauf, was bist du jetzt? Worauf ich Bock habe. Was bin ich, weiß ich nicht. Weil, wenn es mir keinen Spaß macht, mache ich es auch nicht. Verstehst du? Ist ja so. Trotzdem, Basketball ist ja auch was mir Spaß macht. Da mache ich immer, wenn mal wieder Basketball spielst. Aber Videospiele machen auch Spaß. Das mache ich dann wieder ja. Also, man kann ja immer so schön sagen, Ball is life. Zum Beispiel. Gar keine Sache. Aber Basketball kann das Leben sein, aber das Leben muss nicht Basketball sein. Und es muss auch mal was anderes sein. Vor allem, umso älter du wirst, du merkst ja, wie es sich dann verändert. Das ist halt das, weißt du, mit 12, 14, 15, 16 sah die Welt auch noch anders aus bei uns. Sachen Basketball und so, weißt du, da war einfach... Derjenige, was? Der sagt, er hätte sein Leben lang nichts anderes gemacht, außer Basketball zu spielen, ist ein Lügner. Das geht ja gar nicht. Ja, vor allem, Profi. Gerade auch, weil ich von davon gesprochen habe, weißt du, Basketball ist 30% Sport und 70% Mentalität. Auch, ja. Die Mentalität, die kommt nicht von irgendwo her. Stimmt. Das heißt, da steckt auch ein Stück Erfahrung, Lebenserfahrung, viele Dinge, die du dir... Dreckert. Oh, ja. Aber das ist nicht so schlimm. Muss man duschen, weißt du. Aber, weißt du, Dinge, die du aus dem alltäglichen Leben mit erfährst, ob du jetzt in der Schule bist, in einer Gemeinschaft, in einer Familie oder machst da Ausbildung. Mit Personen zu tun,
die Respekt haben. Oder wenn du ein junger Basketballspieler bist und spielst dann in einer Mannschaft, wo lauter ältere Mannschaften ältere Spieler sind. Ja, in so einem Herrenteam. Ja, bist mit 16 in einem Herrenteam. Kriegst du so viel mit. Was dann? Respekt, Disziplin. Das kannst du alles dann in dein Spiel mit einbringen. Zum Beispiel, ja. Und dann auch noch Bildung, wenn du viel liest. Ja, Menschen, die erfolgreich waren, die ein Buch geschrieben haben. Oder ganz andere. Ich meine, sogar in. Ich höre zum Beispiel sehr viel gerne viel Hörbücher. Und meistens halt Stephen King. Stephen King ist ja für Horror bekannt, aber es ist so viel mehr als Horror. Horror sind. Die einzigen Horrorelemente sind jetzt Dinge, die halt einen beängstigen. Aber im Großen sind es meistens Thriller. Viel Crime und so. Und die Charaktere sind also ausgeschmückt. Man kann da so viel draus lernen. Auch der Umgang von Menschen. Weißt du, wenn du die sonst so in deinem alltäglichen Leben vielleicht nicht so erfährst oder entdeckst, dann kannst du die auf solche Wege aneignen. Und das kannst du alles auch irgendwo in dein Spiel mit einbringen. Dass dich halt abklettern. Selbst wenn du nicht, der Begabteste bist, wenn du nicht so viel Skill hast oder so. Ich zum Beispiel, aber auch nicht jetzt. Ich würde mich jetzt auch nicht irgendwie jetzt zum Basketballer ziehen, überhaupt nicht. Brauchen wir gar nicht reden. Aber ich habe halt meine Erfahrungen mein Leben schon gemacht und die Theorien und komme damit klar. Das ist das Wichtigste, dass du dann auch damit klarkommst, dass du mit deinem Level, wie du bist, dass du klarkommst und dann, dass du trotzdem immer noch den Biss hast. Guter Punkt, ja. Sehr guter Punkt. Darüber hinaus zu kommen. Ja. Selbst wenn es dir nicht gelingt, scheiß doch. Ja. Hauptsache, just. Es gibt noch andere Sachen. Just do it. Richtig. Just do it. Ja. Das ist ein guter Slogan, Mann. Danke. Scheiß Werbung. Vorher, wenn wir das Thema Videospiele hatten, zocken wir mal wieder eine Runde. Na klar. Auschecken. Aber was machst du heute Abend? Ich wollte heute Abend Beats machen. Auch gut, aber so bist du jetzt die ganze Nacht eigentlich mehr unterwegs? Bist du jetzt gerade Nachtmensch? Gerade? Nein. Nicht? Nein, nein. Okay. Ich also, ja, also kommt schon hin, dass ich mal bis um 1 oder 2 Uhr wach bin. Aber ich stehe sehr früh auf. Wir haben auf jeden Fall über 5, 6 Wochen nicht mehr gezockt. Deshalb finde ich, wir sollten mal wieder eine kleine Session machen. Was willst du zocken? Battlefront 2 habe ich jetzt. Hast da. Hast du schon mal gezockt? Ja, klar. Und? Seit's mal raus ist. Glaubst du? Das ist ewig, ja. Battlefront 2? Ich bin gut im Ego-Shooter, ja, ist fast aus. Ja. Ja, ja, klar. Das hast du schon gezockt? Das hatte ich, wo es mal raus war. Was ist denn das? Nein, damals, als es wirklich neu auf dem Markt war, hatte ich das sofort. Ah, und dann hast du es... Dann habe ich es wieder verkauft. Ich habe es aber schon lange gezockt eigentlich. Was heißt lange wieder? Es ist relativ, vielleicht so wie nicht so lange. Aber ich bin eh gut in Ego-Shootern, daher bin ich jetzt kein Noob. Meinst du, es sind Leute auf deinem Kanal, die sich für Star Wars interessieren? Weiß ich nicht, mir egal. Ich spiele einfach mit Bock. Gut. Das können wir auch auf Twitch spielen, bin ich auch unterwegs. Mir egal. Zocken wir einfach. Mach mal. Machen wir das heute? Ja, machen wir heute. Okay. Also. Das Video kommt aber heute nicht raus. Wahrscheinlich erst ein paar Tage später. Egal, wir zocken eh immer wieder mal. Daher, hey, folgen, abonnieren, Glocke aktivieren, weil erst dann seht ihr, wann ich live bin. Auch wichtig. Ja, genau. So ist das. So schaut's aus. Und ich muss jetzt echt was essen, ich hab so einen Hunger. Ich hab, weißt du, dieses Ding, weißt du, wenn du die ganze Zeit zu Hause bist, hast du auch nicht so einen hohen Energiebedarf. Das stimmt, ja. Und bei mir ist das mit dem Essen brutal wenig geworden. Echt? Das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum ich abgenommen habe. Ja. Aber das passt eh, weißt du, ich hatte eh den Wunsch, dass ich halt mal in Form komme. Wie viel Kilo hast du abgenommen? 8 Kilo? Wow. Die könnte es mir geben können. Ich habe in... Ich muss mir schnell einen Hoodie holen, das vom Jahreswechsel bis jetzt sind es ungefähr 8 Kilo. Also sagen wir mal, grob geschätzt 16 Wochen habe ich 8 Kilo verloren. Krass. Und das, weil ich halt mein Essen geändert habe. Fast keine süßen Sachen mehr. Aber wir haben schon mal, als wir im KFC gehabt sind. Im KFC. Ich bin noch Pommes gegessen. Ja, stimmt, ja. Wie
Schmutzergelässt. Keine. Ich trinke halt nur Wasser. Vielleicht, wenn ich mal einen Geschmack brauche, ein bisschen mit Zitronensaft und Hitchcock. Ja, ich war gestern seit 5 Wochen das erste Mal wieder. Aber du trinkst schon noch so gern. Ja, ich trinke nur süße Sachen. Viel zu viel. Das ist mein Laster. Das hindert auch, das blockiert meinen Appetit auf nahrhaftes Essen sehr, habe ich gemerkt. Kennst du das? Weil viele wundern sich immer oder denken sich, boah, der isst zu viel Süßigkeit und nimmt nicht zu. Andere wieder, boah, der ist dick und ganz süß. Sind die Limonaden, die du trinkst, mit Süßstoff? Ich trinke doch alles, trinke Cola, das hier von Nestle. Nestle! Coca-Cola hat ja kein. Die richtige Coca-Cola hat ja kein Süßstoff. Auch nicht in den anderen Ländern. Das ist doch einfach Zucker an sich. Aber die anderen Limonaden, als ich in England war, ob es jetzt Fanta ist, Sprite, da hast du die Auswahl zwischen Zero oder das reguläre. Ja. Und in dem Zero ist kein Zucker, sondern nur Süßstoff. Ja, so aber in dem regulären ist Zucker und Süßstoff. Ich verstehe, Nur bei Coca-Cola. Bei uns in Deutschland, hier in Bayern zumindest, es gibt keine normale Sprite mehr, gell? Es gibt nur noch Sprite Limette und Light. Es gibt keine normale Sprite mehr. Gibt schon ewig nicht mehr. Cola schon noch. Es gibt Cherry Cola, nur noch Light. Die normale Cherry Cola gibt es mir jetzt auch nicht mehr drauf gefallen. Die nehmen bei uns echt Getränke weg. Ich hab das echt. Ja, es gibt ja nur noch 7-Up. 7-Up? Aber 7-Up ist keine Sprite. Ist Mountain Dew nicht eigentlich dasselbe? Nee. Ist das nicht auch so eine zitronengeschmackliche? Ich glaube nicht. Was ist Mountain Dew eigentlich? Das ist keine Ahnung. Ist das nur ein Zuckerwasser? Weiß ich nicht. Ist das nicht Energy? Ich meine, du warst in den USA und du hast kein Mountain Dew getrunken? Doch, klar, aber ich weiß nicht, was es ist. Nach was schmeckt es? Es hat mir nicht geschmeckt, aber ich habe es nicht oft getrunken. Es ist ja auch irgendwie das Gatorade-Zeug. Das ist nichts für mich. Dr. Pepper? Schon, ja. Dr. Pepper ist... Hat mir schon eine Zeit lang geschmeckt, aber muss jetzt nicht sein. Das ist widerlich süß. Widerlich süß. Cola ist schon süßer. Nee, Dr. Pepper ist süßer. Nein. Dr. Pepper ist, glaube ich gar nicht. 1000-mal süßer, Mann. Der Test muss her. Ey, hast du nicht? Nee, was hast du? Ach, du hast diese Jordan Cornflakes gegessen, gell? Diese uralten. Ich hab sie nicht, ich hab nur das Video gemacht. Ach so. Da kamen sich schon einige verarscht vor, weil ich sie nicht gegessen habe. Hey, ich hab da mal so einen Typen gesehen, der hat eine. Du bist meine Generation, du kennst es eigentlich noch. In den 90ern, Anfang 90ern, hat Pepsi damals. Crystal Pepsi rausgebracht. Ah, die gab es damals nur in Dosen. Ja. In den USA gab es die in Flaschen. Und da gab es einen, der Typ, der hat die bei eBay eine 20 Jahre alte Pepsi Crystal ersteigert und hat sie dann voll auf eine Kamera getrunken. Und? Ich glaube, der ist fast gestorben. Echt jetzt? Ja. Kannst nicht mehr trinken. Was meinst du, was passiert mit den Cornflakes, wenn ich die esse? 30 Jahre alt. Älter. 85. Weißt du, ich halte schon von den Cornflakes, die man kaufen kann, jetzt nicht wirklich viel. Das ist auch ein Grund, warum ich keine Cornflakes esse. Ich muss mir jetzt noch welche kaufen, vielleicht, was du sagst. Ja, es ist. Was hast du da? Was ist das? Ballaststoffe. Was ist das? Aber woraus? Das ist doch. Ich habe Hunger auf Cornflakes. Jetzt das hätte ist ich doch auch bloß Zucker irgendwo. Nein, Ballaststoffe, das ist schon. Verwandelte. Smacks, verkleideter Zucker, sag ich mal. Dingsbums, Smacks halt. Smacks. Boah, ich habe mir früher mal gedacht, wenn Smacks gab, dass die Leute da Zucker extra raufstreuen. Ach, da gibt's alles Mögliche. Sag sowas nicht in die Kamera, dann schicken die Leute aus. Was haben die? Wo wohnt der? früher haben die Leute auf Kellogg's Smacks, ja? Du hast eine Schüssel gehabt mit Kellogg's Smacks. Tatsächlich, hey, ja. Milch und dann noch hier weißen Zucker rüber. Ja, haben wir bei uns auch gemacht. Ich glaube, meine Eltern haben meine das Mama wie, das gemacht. Das ist wie wenn du dir ein Toast machst oder ein Brot mit Nutella. Und dann noch Zucker. Wow, stell dir das mal vor, Mann. Das kommt gut. Das knirscht so schön in den Zähnen. Das haut echt rein. Wow.
Oder ihr so gehackte Nüsse noch oben drauf. Jetzt bringt Milka, jetzt hat Milka ein greift an gegen Nutella, gell? Mit demselben Produkt. Echt? Mit einer Nuss. Haselnuss-Schokolade-Creme. Die werden es schwer haben. Nutella ist schon Nutella. Das ist so, wie du zu einer Zewa-Rolle immer noch Zewa sagst. Weißt du, was ich meine? Obwohl sie keine Zewa ist. Weißt du, was ich meine? So etabliert ist dieses Wort. Oder was gibt es da noch? Gibt's auch noch für irgendwas anderes gibt es auch noch so ein Wort, was gar nichts damit zu tun hat. Tempo. Tempo, genau. Tempo. Jeder sagt zu einem Taschentuch Tempo, obwohl es ja gar nicht, weißt du, was ich meine? Tempo. Ja, aber es ist die Marke Tempo einfach. Das kannst du nicht mehr... Es ist halt da, wie ein Jordan-Schuh. Ich denke mal, Frauen kennen das wahrscheinlich mit OB. Zum Beispiel, ja, wahrscheinlich, oder? Weil OB war, glaube ich, auch eine Marke, oder? Mhm. Und, ja, genau. Und das Produkt an sich ist ja eigentlich ein Tampon. Mhm. Richtig. Ich glaube auch, oder? Ich kenne mich damit nicht so aus. Genau das meine ich. Und genau deshalb wird auch ein Milka, eine Milka-Nutella immer nur Nutella sein, auch für Milka. Meinst du, ein OB hilft gegen Nasenbluten? Machen viele, ja. Echt jetzt? Ja. Ist mir jetzt gerade so mal eingefallen. Nie gesehen. Nee. Also öfter gesehen, ja. Ich mach's nicht. Ich habe auch nicht auf Nasenbluten. Ich glaube, wenn man es so oft macht, kriegt man eine große Nase. Ja, pack nicht wieder rein, ne. Schönes Thema. So, wir machen jetzt einen Cut. Ich habe so Hunger, ich muss echt irgendwas essen. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren, Glocke aktivieren. Seht uns beim Zocken heute Abend, wahrscheinlich 5 Tage danach. Passt trotzdem. Also vielen Dank für das Gespräch. Gerne doch. Bleibt gesund. Ihr auch gesund sein. Servus. Servus.